Nicht, also das, was ich als die Paradoxie beschrieben habe, ist doch, das ist doch eine Gefangenschaft, in der wir uns da befinden, dass wir zur gleichen Zeit etwas sollen, das wir nicht dürfen. Ich glaube, diese Formulierung, auf die möchte ich nochmal hinweisen, diese paradoxalen Anforderungen, denen sich Lehrer ausgesetzt sehen, die sollen die Bildung vermehren, das wird ihnen gesagt, sie sollen Bildungsvermehrung betreiben jeden Tag, aber wehe ihnen, wenn sie die Bildung nicht knapp machen. Und dafür sorgen, dass die einen durch die enge Pforte der Bewährungskurve gehen und die anderen nicht. Wehe dem Lehrer, bei dem die Gaußsche Normalkurve nicht zustande kommt in der Bewertung seiner Klassenarbeit. Wenn da nur lauter Einsen stehen, dann hat er offensichtlich die Zeichen der Zeit nicht erkannt und er hat die Standards nicht im Auge gehabt. Er hat es zu leicht gemacht. Also es soll die allgemein... Also ich will damit nur sagen, wir sind alle pausenlos in solchen gesellschaftlichen Situationen, in denen wir paradoxalen Anforderungen uns ausgesetzt sehen. Und was machen wir denn da? Angesichts der Tatsache, dass man an sowas verrückt wird. Ergeben wir uns dem Wahnsinn? Oder versuchen wir uns wenigstens darüber klar zu werden, dass das Forderungen sind, denen wir nicht genügen können und deshalb auch nicht noch wie die Hamster im Rad dahinterherjagen, dass wir gut sind dabei. Und wenn sie schon gut sein wollen, dann nicht gegenüber dieser paradoxalen Forderung, sondern gerade indem sie daraus aussteigen und die Nischen suchen, wo sie noch freundlich sein können. So. Verstehen Sie, das ist doch was anderes, ob ich die Institutionenanforderung als das Evangelium betrachte, dem ich genügen muss, wie ich heute meine jungen Studierenden da vor mir sitzen sehe, die lesen nur noch ein Buch und das ist in ihrem ganzen Studium und das ist die Studienordnung, die können sie aber auswendig. Und da wird also penibel abgearbeitet, jedes einzelne Reglement, was da drin steht. Und das ist doch ganz sicher der falsche Weg heute, um durch ein Studium zu kommen. Lieber sollen Sie Ihre Scheine fälschen. Ich sage Ihnen, fälscht die Unterschriften auf euren Scheinen, wenn ihr deswegen anständig studieren könnt. Das ist mir alles recht. Aber dann also mögliche subversive Wege zu gehen, kann ich eben nicht, wenn ich glaube, dass diese widersprüchlichen Forderungen zu Recht an mich gestellt werden. Dann kann ich nicht mehr subversiv sein. Und ich glaube, davon wird man krank. Ich glaube wirklich, dass das krankmachende Situationen sind, wenn man sich solchen Forderungen, die nicht vereinbar sind, ausgesetzt sieht gleichzeitig. Also das ist eigentlich die Quintessenz. Nicht so sehr, dass ich das Gefühl habe, wo kann man denn noch... Ich sage überhaupt nicht, dass Sie nicht alle in Ihrem Alltag anständige, gute Arbeit machen. Ich bemühe mich ja auch darum. Ich das nicht das Gefühl noch hätte, trotz alledem, auch in der Hochschule hier und da eine gute Lehrerin für diesen oder jenen zu sein, dann hätte ich doch überhaupt keinen Anlass mehr, morgens mich aus dem Bett zu erheben. Warum sollte ich denn dann noch aufstehen? Wir leben ja doch in einer Gesellschaft, wenn ich mir angucke, wie in früheren Gesellschaften das gesellschaftliche Zusammenleben geregelt wurde. Ich will jetzt nicht über irgendeinen idealen Indianerstamm hier Ihnen etwas vorerzählen, aber doch über ein paar Prinzipien, mit denen der soziale Zusammenhalt in Gemeinschaften, Jäger- und Sammlergemeinschaften, nehmen wir mal solche, die noch um eine Sorte Gemeinschaft zu suchen, die noch nicht kapitalistisch war. Wie der garantiert wurde. Der wurde so garantiert, dass demjenigen in der Gemeinschaft Autorität und Ansehen gebührte, der Gemeinschaft am meisten nützt. Um es mal ganz pauschal, so platt zu sagen. Und wir leben eindeutig in einer Gesellschaft, in der Macht, Ansehen, Autorität, Erfolg dem gebührt, der den anderen am meisten vorenthalten kann. Das heißt, der die anderen am meisten schädigen kann. Der beste Schüler ist da, der möglichst viele Schüler hinter sich gelassen hat, das heißt zur Strecke gebracht hat. Also wir leben ständig unter der Vorstellung, dass Erfolgskriterien und moralische Kriterien einander diametral entgegengesetzt sind. Das moralische Kriterium sei solidarisch, kümmere dich um deinen Nächsten, sei kein Neider und was wir alles so wissen wir alles sehr gut. Aber das sind genau die Kriterien, das haben Sie sehr gut beschrieben, mit denen Ansehen, Macht, gesellschaftlicher Respekt nicht verbunden sind.
Und das ist genau eine paradoxale Situation. Deswegen brauchen wir Schulen. Schulen müssen diese moralischen Kriterien in Kinder einpflanzen, weil sie sie, wenn sie lernen, was sie sehen, werden sie sie nie erfahren. Es muss sozusagen, es muss gegen den Augenschein muss da etwas über etwas informiert werden, wie man zu denken hat, weil der Augenschein spricht völlig dagegen, dass wir uns moralisch verhalten. Völlig dagegen. Mich schützt bei meiner, in meiner Institution nur die Tatsache, dass ich alt bin. Ich genieße die Privilegien des hohen Alters. Es lohnt sich nicht mehr, mich rauszuschmeißen. Aber wenn ich die Verweigerung aller dieser Maßnahmen, die uns heute da abverlangt werden, 20 Jahre früher gemacht hätte, also in 20 Jahre jüngerem Stadium, dann wo man sich noch fragen muss, ob man das noch so lange tolerieren kann. Das muss man ja bei jemandem, der ein Jahr vor der Pensionierung ist, kann man doch alles tolerieren. Also muss ich auch nichts mehr von dem machen. Aber wenn meine jüngeren Kollegen das täten, dann sehe das anders aus. Also ich möchte nicht in deren Haut stecken. Ich konnte das ganz, ganz simpel so entscheiden. Aber natürlich bin ich weg vom Fenster, wenn ich das tue. Ist doch klar. Wenn ich sage, ich liebe keine Noten, dann bin ich weg vom Fenster. Ist doch klar. Ich sage ja, wir leben in Institutionen und wir tun diese Tätigkeit. Und so sein Geld zu verdienen, ist auch nicht schmutziger als Rüstungsarbeiter im Konzern zu arbeiten. Aber es ist auch nicht so wahnsinnig viel besser. Also es gibt nicht so wahnsinnig viel Grund, auf den Rüstungsarbeiter herabzuschauen. Weil die Zulieferleistung, die wir bringen, damit das, was Sie gesagt haben, damit das Ganze weitergehen kann, die ist auch sehr groß. Aber das ist die eine Seite. Das ist sozusagen die Standortbestimmung, die wir amtlicherseits unseren Funktionen, unseren gesellschaftlichen Funktionen erstmal zuschreiben sollen. Und wenn ich mir das klar mache, dann bin ich vielleicht nicht mehr, dann bin ich in allem, was ich tue, Schütterer. Und das könnte ja vielleicht ganz gut sein, wenn ich mich nicht so tüchtig fühle dabei. Ich glaube, das ist schon eines, verändert die Arbeit schon sehr. Ob ich es im Vollbewusstsein segensreichen Tons tue oder ob ich es mit der inneren Erschütterung tue, dass ich sage, ja, so ist meine Lage, ich bekenne sie. Das wäre ja auch nochmal etwas, dass ich meine Lage bekenne und sage, ich weiß, als wäre ich hier sitze und als wäre ich hier stehe, ich will es euch wenigstens sagen, traut mir nicht. Traut mir nicht. Ich kriege dafür bezahlt. Um so etwas überhaupt nochmal, also um das erstmal zur Sprache zu bringen, dass das, was wir treiben, bezahlte Güte ist, wie Adorno sagt. Und wie gesagt, ich weiß, dass wir dem allen nicht entrinnen können, aber ich glaube, dass man die Arbeit besser macht, wenn man sie im Angesicht der Verzweifelten, des verzweifelten Zweifels tut. Und ich glaube auch, und das ist jetzt eine Forderung, die ich an mich stellen würde, aber die ich auch an Kollegen stellen würde, ich glaube, dass es die Pflicht von Intellektuellen ist, ein unglückliches Bewusstsein zu haben beim eigenen Tun. Ich glaube, es ist einfach die Pflicht. Dafür haben wir die Privilegien der Bildung genossen, um das auszuhalten.